Surreale Welten werden lebendig. Betörend schön, ein Mysterium. Glamouröse Langbeiner erobern unsere Welt und unsere Herzen. Mit diesem Zitat startet die Wattner Märchennacht, die in Wattens am Freitag, den 8. August 2014 stattfand. Fantastische Wesen, schön und rätselhaft wie das Leben selbst, entführten in eine Welt voller Gegensätze. Ich bin Nadja und ich spiele am liebsten Hausungeheuer hier im schönen Wattens. Es ist wirklich sehr faszinierend, wie schön es bei euch ist. Ich bin die böse Hexe Anja und ich bin Sängerin, Stelzläuferin, Musikerin und habe es hier ganz toll gefunden mit euch allen. Mein Name ist Ron, ich habe mich auch gefreut hier zu spielen. Fast Vollmond, super Kulisse, tolles Publikum. Maria, es war super schön hier, ich komme bestimmt mal wieder. Highlight war die faszinierende Körperkunst aus dem Kosmos des Lufttanztheater Berlin. Ich kann also dem gesamten Team vom Steidl-Walter nur wieder herzlich gratulieren. Wir haben ja heute die 18. Wattner Märchenjagd begangen und sowohl beim Publikum als auch bei den Künstlern und bei den Ausführenden ist also die Veranstaltung sehr gut angekommen. Und ich kann also nur sagen, wir stehen seit 18 Jahren dahinter und werden das auch sicher in Zukunft machen. Ja, ich selber war ein Typ, der eigentlich schon als Bub immer so Märchen sagen, sogar bis ins Teenageralter gelesen hat. Die haben mich also immer fasziniert und jetzt war einfach meine Idee, es wäre jetzt schade, wenn die ganzen Geschichten verloren gehen und wir bemühen uns jetzt sozusagen auf moderne Art und Weise, diese Geschichten wieder zu erzählen. Als Vizebürgermeister, da ist man natürlich zufrieden, da kommt man auf solche Veranstaltungen schon mit einem großen lachenden Herz, wenn der Vorplatz von unserem Babylon Dritten voll ist, voll mit vielen Kindern, mit vielen Jugendlichen und dass das Wetter mitgespielt hat, ist einfach der I-Punkt. Der Veranstaltung gewesen. Ja, es hat heute der Mond geschienen, das Wetter hat gehabt. Wir haben sehr viele Besucher da gehabt und eine wunderbare, ganz, ganz tolle Show jetzt eben aus Berlin. Also ich bin restlos glücklich. Akrobatisch und träumerisch, mystisch und märchenhaft. Die Wattener Märchennacht, eine Atmosphäre, die kleine und große Besucher immer wieder in ihren Bann zieht. Ein Highlight, das seinesgleichen erst suchen muss.